Hi ho und herzlich willkommen zurück hier in der Staubstube auf der Venus in der Reise ins All. Ich kann sagen, heute machen wir auf jeden Fall einen Überlänge-Part, denn wir sind ja gerade unterwegs mit von Marquitz, Ken und Eleanor, um Professor Heisen zu retten, auf dem Weg zum Orakel, um seine Hilfe einzuholen, um seinen Waisenrat einzuholen, was denn mit Professor Heisen zu geschehen hat. Und so müssen wir uns auf diesem Fluss nach Norden begeben und haben dann auch den Orakelaufstieg vor uns. Und all das ist für mich, wie ich schon im letzten Part sagte, einer der entspannendsten Parts der Allreise für mich. Das ist einer der Lieblingsabschnitte des ganzen Spiels für mich. Und deswegen werden wir das heute in einem Rutsch durchspielen. Mal sehen, wie lange es dauert. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich freue mich, diesen Abschnitt spielen zu können. Das ist natürlich auch mein Lieblingsabschnitt auf der Venus, die ich insgesamt nicht ganz so gern habe wie die restlichen Abschnitte. Aber dazu dann an gegebener Stelle mehr. Auf jeden Fall wird es heute, denke ich, ein langer, aber entspannter Part. Mal sehen, wie wir so nach Norden durchkommen. Oh, bei Neptuns Bart. Sie sehen mir aus wie eine läppische Landratte, mein Herr. Hä? Wie meinen? Aber Herr Leutnant, gehen Sie doch etwas mehr in der Situation auf. Bin Offizier, kein Hefeteig. Haha, sehr witzig, Marquitz. Sehr, sehr wortgescheit. Das Ruder dieses beachtlichen Gefährts folgt einem bemerkenswerten Funktionsprinzip. Damit verhält es sich wie folgt. Firlefanz, Erklärung sofort abstellen! Okay, gehen wir erstmal rein. Hier findet die Krankenversorgung statt. Möchtest du schlafen? Momentan nicht. Vielen Dank, liebe Stimme. Bäh, kann das Zeug nicht mehr sehen! Bin noch nicht reingekommen, um dann wieder rauszugucken. Ein philosophisch nicht abstreitbarer Punkt. Du findest Palsamöl, du findest Riechwasser. Palsamöl. Das Grauen! Das Grauen! Der Horror! Der Horror! Der Professor sieht mir gar nicht gut aus. Je eher wir dieses Orakel erreichen, desto besser. Kleinigkeit. Dein Optimismus in allen Ehren, aber ich denke immer an die Worte des Häuptlings. Wie hat er den Fluss bezeichnet? Den schreckensreichen Winder. Irgendwie unheimlich. Was wird wohl passieren, wenn wir wieder vors Zelt treten? Ja, in der Staubstube passiert ja auch, beziehungsweise um meine Person allgemein, passiert ja momentan auch leider nicht so viel. Im Kanal, auf der Website sowieso nicht. Ja, dann ist es nun mal momentan Umzugsstress. Würde ich gerne sagen. Ich bin ja immer noch darin inbegriffen, eine Wohnung in Hamburg zu finden. Bin hier quasi vorübergehend irgendwo untergekommen. Und suche jetzt seit November, ehrlich gesagt, schon nach einer Wohnung. Und das läuft nicht so gut, wie es sollte. Man kennt das ja von Hamburg, München, die üblichen Problemzonen, was Mietwohnungen angeht. Und ja, deswegen kommt momentan nicht so viel von mir. Auch wenn ich einige ältere Sachen ab und zu mal uploaden kann. Und deswegen freue ich mich, bei all dem Stress, der mich gerade plagt, wenigstens hier jetzt in diesem Abschnitt mal wieder etwas abschalten zu können. Wann auch immer ihr dieses Video seht, ich nehme es jetzt Ende März auf, am 26. März. Und werde es dann sicherlich ein oder zwei Wochen später hochladen, wenn ich dazu komme. Gut, genug geprappelt. Mich beschleicht das beunruhigende Gefühl, als ob der Dschungel Augen habe. Augen? Kann ihm da nicht ganz folgen. Unter dem dunklen Blätterdach scheint uns etwas zu belauern. Schon seit einiger Zeit. Links und rechts und oben und unten. Achtung! Werden umzingelt! Deck gefechtsklar machen! Sandsack schleppen. Das Floß droht beschossen zu werden. Schnell! Sorge für Deckung. Siehst du den Sandsackstapel neben dem Zelt? Ja. Dort kannst du dir Sandsäcke abholen, um die Deckungslücken der Floßseiten auszufüllen. Die Lücken werden von Pfeilen angezeigt. Hole dir mit Enter einen Sandsack und buxiere ihn in eine der Lücken. Dann holst du dir einen neuen. Falls du dich einbaust, klicke den Sackstapel einfach neu an. Ach ja, das Spielchen läuft auf Zeit, also los! Okay, go, 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 go. Hab nicht groß geprappelt.
Schieben ist angesagt. Schieben! Wir nehmen einfach diesen Sack und schieben ihn woanders hin. Schieben! Okay. Go, 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 go. Sind ganz gut in der Zeit. Wir können das schaffen. Okay. Ja. Keine Zeit verlieren, Marquez. Jetzt nur nicht schwächeln auf der Zielgeraden. Danke, Ken, dass du dich so tatkräftig beteiligst. Das finde ich sehr, sehr schön. So, kein Problem. Auswertung, du hast 8 Lücken geschlossen. Will hoffen, das nützt etwas. Der Beschuss setzt ein. Deckung. Und wir sind vollkommen sicher. Alle Gefährten verlieren 0 HP. Ihr erhaltet 200 Erfahrungspunkte. Grässliche Gegend, bloß weiter. Ein Vorschlag nach meinem Geschmack. Ja. Ha, scheine aus dem Bereich der Schussweite entkommen zu sein. Zumindest fürs Erste. Nanu, das ist doch dieses Kraut, das der Professor gelegentlich schmaucht, um sich zu konzentrieren. Nehme das mal an mich. Du hältst 2x Pfeifenkraut. Vielen Dank. Ja, dem Sack mit Pfeifenkraut. Pfeifenkraut, belangloser Sack. Rechnung leuchtet ein. Minus Pfeifenkraut. Halbwegs passabler Schutz für die Flanken. Dem Urteil von Marquez kann ich mich nicht anschließen. Ich genieße die Gegend und ich genieße die Fahrt. Ja. Ken hat noch immer seinen Spaß, hat ja auch nicht viel beigetragen zum Geschehen. Einmal speichern. Was war denn da draußen los? Mit einem Male flitzten hier ein paar Pfeile durch die Luft. Schätze, dort lauerten nur ein paar wilde Urwaldkrieger. Kannibalen womöglich. Du verstehst es wirklich, mich zu beruhigen. Finger weg, das Kissen ist frisch aufgeschlagen. Der Horror, der Horror. Diese Truhe scheinst du schon entdeckt zu haben. So ist es, liebe Stimme. Sehen Sie einmal da vorne, Herr von Marquez. Hä? Wo denn? Aber wo gucken Sie denn hin? Da vorne, meine ich. Potzblitz, sieht glatt nach einer Anlegemöglichkeit aus. Können doch unmöglich schon am Ziel sein. Wohl kaum. Ich denke, hier werden uns einfach ein paar Zusätze auf unserer Reise geboten. Ob wir sie annehmen, liegt ganz bei uns. Genau, wir können uns jetzt optional an einige Orte begeben auf dem Weg zum Orakel und haben auch nie wieder die Möglichkeit, hier anzulegen. Also entweder jetzt oder nie und natürlich nehme ich die alle mit. Anlegen. Ei, ei. Ein paar Zerstreuungen. Ich setze uns ganz sanft ans Ufer auf. Festhalten! Gelandet. Wäre fast über Bord gegangen. Das wollten sie doch sowieso. Eine kleine Landpartie? Wartet, da bin ich dabei. Und der Professor? Spiele ja nicht die bessere Krankenschwester. Na, dann hoffen wir... Dann hoffen wir mal, dass die Kannibalen nicht allzu schnell aufholen. Sonst haben wir ein Gepäckstück weniger. Ah ja, das hier ist relativ simpel. Meine fast vor Stahltrosse und nicht vor Pflanzenfaser zu stehen. Eine bemerkenswerte Pflanze. Hier werden wir auch mit schwerstem Gerät nichts verrichten können. Das weiß ich, weil ich Experte auf Venus-Kunde bin. Seht nur, diese Einkerbungen scheinen ein Muster zu bilden. Zahlen vielleicht. 212. Vielen Dank. Offensichtlich verwendet man hier dasselbe Zahlensystem wie wir. Das ist praktisch. 212. Ja. Okay. Es stellt sich kein weiterer Effekt ein. Hier ist nichts versteckt. Dann gehen wir mal rein. Ah, wieder Stimmungseffekte durch Bodennebel. Keine Nebelmaschine diesmal. Muss wohl über WLAN funktionieren.
Glaube mir, dir hilft am besten, unterirdisch, ganz im Westen, nun geschwind die richtige Richtung wähle und 335461 dort zähle. Unterirdisch ganz im Westen. Nun geschwind die richtige Richtung wähle. 335461. 335461. 333 5 4 6 1. Wow! Kompliment an mich selbst. Habe schon merkwürdigere Dinge gesehen. In der Tat. Ja. Der Weg ist klar vorgegeben. Es ist ein bisschen wie das Leben. Man schiebt permanent einen salzigen großen Stein vor sich her. Nur um in einen billigen, pseudo-intellektuellen Schatz zu kommen. Danke. Du findest Riechwasser, du findest ein Titanschild. Potzblitz, erstaunliches Material. Kruppstahl ist Knäckebrot dagegen. Hoffentlich kommt der Professor bald wieder auf die Beine. Er könnte vielleicht etwas dazu sagen. Das könnte ich auch. Enttäuschend. Aber man nimmt's mit. Man nimmt es mit, denn man hat dafür geschuftet. Und dann fängt das Hamsterrad von neuem an. Such is life. Wir sind fertig. Dann sieh ja mal zu, dass er wenigstens das Ablegen so einigermaßen hinbekommt. So sanft und ruckelfrei, als ob ich ein Stück Seife steuerte. Ja, Seife und Ruckeln, das ist immer so eine Kombination. Ich hätte jetzt nichts gegen ein wenig Ruhe einzuwenden. Ist das die Ruhe, die uns da folgt? Ist das der Frieden, der da an uns vorbeizieht? Der war jetzt schneller. Ist das die Liebe, die... Hören Sie das auch? Auf dieser Fahrt geht es aber auch Schlag auf Schlag. Ja, so viel zur Entspannung. Stromschnellen! Wo fährt er uns denn hin? Festhalten alle miteinander. Ich lenke uns da hindurch. Stromschnellen. Weiche mit den Pfeiltasten den Felsen auf deinem Weg aus. In rund einer Minute solltest du auch schon hindurch sein. Und los. Ja, das war direkt kontraproduktiv. Concentration. Man hört leider die Musik wegen dem lauten Wassergeräusch kaum. Concentration. Die Reise durch den Fluss der Zeit, den Fluss der Sterne, den Fluss des Venuswassers. So. Aua, das tut sehr weh. 10 Erfahrungspunkte weniger. Au, der Schmerz ist groß, die Demütigung. Lasst es doch endlich enden! Der Schmerz, er ist gar groß! Du hast 3 Felsen gebracht. Du erhältst 70 Erfahrungspunkte. Die nehme ich gerne. Das waren die letzten Felsen. Ich habe uns durch die Wildwasser hindurchgeschlängelt. Naja, Ken. Ah, naja. Immerhin leben wir noch. War das etwa ein Lob meiner nautischen Fertigkeiten? Na, nicht übermütig werden. Muss sonst meine anerkennenden Nayas wieder streichen. Ein wunderschönes Zitat. Die anerkennenden Nayas. Lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, unser Ken. Er ist quasi scheintot. Dieses Geruckel und Geschuckel ist unserem armen Patienten gar nicht bekommen. Ich hingegen hätte nichts gegen ein bisschen Geruckel. Mhm. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dich hier ganz allein bei deinem ungeheuerlichen Patienten zu wissen. Ich komme schon zurecht, Liebster. Und wenn etwas ist, dann rufe ich sofort. Versprochen. Hm. Zieh nicht so ein Gesicht. Na gut, werde dann mal wieder nach draußen.
habe aber das Gefühl, dass immer etwas Schlimmes passiert, sobald ich aus dem Zelt komme. Was fantasierst du da nur zusammen, Schatz? Der Switch wird umgelegt, wenn du rausgehst. Das Grauen, das Grauen! Ja, jetzt würde ich gerne mal einen Nickerchen halten. Ach, schön. Das erfrischt und belebt. Herr Leutnant, gut, dass Sie kommen. Ich wusste es. Sie wussten, dass davon schon wieder eine Anlegestelle kommt? Natürlich. Ich habe schon Anlegestellen erahnt, als er noch mit der Rassel gespielt hat. Im Grab. Und Sie meinten wohl, als ich noch auf dem Friedhof verteilt herumlag. Will jetzt keine schlimmen Geschichten aus seiner Kindheit hören. Wir werden... nur mit Telefonjoker anlegen. Ei, ei. Das Ufer grüßt mit seichter Brandung, dem Schiffer glückt die leichte Landung. Das hast du wirklich schön gesagt, Ken. Geh mir bekannt, ab an Land. Na, dann reagiert eben niemand auf mich. Das hast du sehr schön gesagt. Mucky. Mucky Lucky. Der Lucky Mucky. Was gab's denn hier gleich noch so zu finden? Auf jeden Fall schon mal nichts Verstecktes, wie mir schwant. Es verwundert vielleicht, dass ich hier immer mal die Map-Render absuche. Nach was auch immer. Ich suche nach Geheimgängen, denn die Allreise ist ja berüchtigt für ihre Bonus-Level. Und die können natürlich überall versteckt sein. Ich glaube, dass ich über die Jahre noch nicht alle gefunden habe. Ja, jetzt erinnere ich mich. Die Erinnerung ist wieder da. Diese Ecken hier, die würden sich sehr anbieten, aber vielleicht ist es auch zu offensichtlich, um irgendwas zu verstecken. Er muss irgendwas genommen haben, wo der Realtroll sich gesagt hat, da kommen die nie drauf. Aber gut. Unter uns gesagt, ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Oder ich sie freicheate. In die Tiefe muss gehen, wer das Hohe will sehen. Bist du dazu bereit? Nö, ich gehe jetzt wieder. Ja gut, jetzt sind halt meine Beine gebrochen und ich kann nie wieder laufen, aber... Reiche nicht heran, selbst Gattis Blinkenblitz hätte da Probleme. Dann suchen wir eben einen anderen Weg hier hinaus. Bin froh, dass Markwitz nochmal gesprungen ist, um auch zu überprüfen, ob er wirklich nicht bis da ganz oben kommt. Jetzt bin ich beruhigt, dass wir wirklich alles ausprobiert haben. Hinaufklettern? Die Stiele sind viel zu glatt. Was ist das denn für ein blödes Argument? Dann soll er sich halt hochziehen. Pilze. Unterirdische Pilze scheinen auf jedem Planeten beliebt zu sein. Ein Schieberätsel. Auch die sind leider überaus populär. Da könnte es funktionieren. Hier funktioniert es nicht. Obwohl. Nee, wenn ich den. Doch. Fürchtet euch nicht. Lucky Mucky ist am Werk. Okay, links 2, 3, 4, das kann er gut. Da gibt es keine Probleme. Das wird schon irgendwas gebracht haben. Das ist für einen Sprung etwas zu gewagt. Bin Kavallerist, wage alles. Es ist zu gewagt! Wir sollten die Dinge lieber so akzeptieren, wie sie uns vorgesetzt werden, Schatz. Ja, also der Abstand sieht jetzt wirklich nicht so aus, als wäre das etwas, was einen gepflegten Kavalleristen schreckt. Aber die Stimme hat's gesagt und die Stimme hat immer recht. Also machen wir stattdessen ein weiteres Schieberätsel. Es würde mich sehr ärgern, wenn ich das hier nochmal machen muss, deswegen sollte ich die richtigen Entscheidungen treffen. Aha, nein, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen es von der Seite machen. Wenn ich das jetzt hier hochschiebe, komme ich aber auch nicht mehr ran. Wenn ich das aber hier runterschiebe und hier nach rechts, dann ist auch Ende im Gelände. Muss ich es etwa unten lang schieben? Ja, ich muss es tatsächlich unten lang schieben. Welch eine Pest!
Man lässt mich hier wirklich laufen. Für mein Geld. Okay, Loch ist dicht. Ich sehe ein Licht. Soll denn der Abgrund hier? Dachte mir den Weg frei. Dachte mir den Weg freigerätselt zu haben. Na bitte, geht doch. Mittlerweile wissen alle Parteien, wie dieses Spiel zu funktionieren hat. Du findest Lianensteigeisen. Hä? Das ist nicht einmal Erfahrung? Du hältst 25 Erfahrungspunkte. Na also, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Also, deswegen bin ich doch jetzt nicht hier runtergekommen. Was? Aber das kann's doch nicht gewesen sein. Erfahrungspunkte. Dafür habe ich das jetzt hier gemacht. Die Tiefe muss gehen, wer das Hohe will sehen. Ich habe mich da jetzt zwar reingecheatet, aber ich mache das gleich nochmal. So, oh, jetzt bin ich hier in einem kleinen Bug gefangen, aber das hat sich bald wieder. Habe ich hier irgendwas übersehen? Jetzt sliden wir hier so lang. Das ist das Cheater-Sliden. Die Truhe ist leer. Tja, das ist aber reichlich ernüchternd. Schwer, was? Halt ja lieber nicht Maul auf dem Pfeil. Hilf ja lieber mit. Das ist lieb, dass du dich so anstrengst, Schatz. Aber ich denke, der Stein sollte in das Loch. So, na dann Abmarsch. Tja, so, jetzt ist unsere Pose wieder normalisiert. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Nee, das führt unlogischerweise alles zum selben Loch. Ja gut, das ist ja schade. Das hat sich ja nicht wirklich gelohnt. So ein Jammer. Tja. Dann werde ich der Gerechtigkeit einmal auf die Sprünge helfen. Bis gleich. Hi ho. Da bin ich wieder. So, ich habe hier mal diese Kiste abgestellt. Mal sehen, was wir da finden. Du erhältst 100 Erfahrungspunkte. Genau, das war schon alles. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass sich das zumindest ein bisschen gelohnt hat. Aber, kurzer Einwurf. Es hat sich aus noch einem ganz anderen Grund gelohnt, hier kurz eine Pause zu machen, denn die Staubstube, es hat mal wieder nicht aufgenommen, deswegen war alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, und das habt ihr wahrscheinlich auch bemerkt, wieder mal nachgespielt. Die Videoaufnahme hat es nicht gemacht, OBS-Studio hat wieder nicht aufgenommen. Deswegen habe ich meine halbstündige Aufnahme nachgespielt und bin froh, dass ich abgebrochen habe an der Stelle, um hier dieses kleine Kisten-Event einzusetzen, sonst hätte ich anderthalb Stunden oder zwei Stunden gleich nachspielen können. Ja, es ist und bleibt unprofessionell, es ist und bleibt amateurhaft, solange bis ich endlich gelernt habe, anständig zu kontrollieren, ob meine mangelhafte Aufnahmesoftware auch wirklich aufnimmt. Aber wir haben unsere 100 Erfahrungspunkte und weiter geht's. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. Wieder an Bord zurück und ablegen, jawohl. Ablegen! Was guckt er denn auf einmal so merkwürdig? Da ist wieder etwas im Busch. Ich spüre es. Ein neuerlicher Pfeilregen, der droht. Ich weiß es nicht, aber hier ist irgendetwas. Och nö. Was geht denn hier vor sich? Verstehe. Och nö. Okay, kein Problem. Da sind wir mittlerweile drüber erhaben. Da muss der Dschungel schon mehr ausspucken als solche Kleinigkeiten. Entspannt. Ich hoffe, nun sind sie zufrieden. Ja, die sind durchaus bedrohlich, vor allem in solch einem Zustand.
fiese, kleine Enten sind das. So, hol ihn wieder ins Leben zurück, also schon wieder. Ken muss auch langsam die Schnauze voll davon haben, ständig zu sterben und wieder aufzuerstehen. Gibt sicherlich angenehmere Erfahrungen, als wiedergeboren zu werden, okay. Sagt man denn dazu? Nö! Eine emanzipierte Frau? Das ist in der Tat unverschämt. Huch! Ach, du bist es, Schatz. Bei Ken, da hätte es mich doch schon gestört. Auch wenn sich da gar nichts mehr regt. Machst du denn da, Täubchen? Dieses Korsett bringt mich noch um bei dieser Hitze. Hilf mir einmal mit den Rückenbändern. Sag mal, wo hast du eigentlich gerade deine Hände? Ich wollte mich eigentlich heilen. Und wenn der Professor nun aufwacht? Das reizt mich erst richtig. Kann sich ja dann die Decke über den Kopf ziehen. Deine täglichen Depressionen. Glücklicherweise bin ich den niederen Gelüsten des Fleisches entflohen. Forever alone in a nutshell. Was kümmert mich das Liebesglück, wo ich doch das Reich des Geistes durchstreifen kann? Oh. Eine Weile später. Zieht er denn für ein Gesicht an diesem herrlichen Tag? Während der feine Herr die Zeit in Zelten verbringt, habe ich uns ein gutes Stück weiter befördert. Und ob sie es glauben oder nicht, da vorne kommt schon wieder eine Anlegestelle. Prächtig, anlegen. Ich wollte eigentlich schlafen. Nicht mit Eleonor, sondern alleine. Ich habe die Liebesgondel der Herrschaften in eine lauschige Lagune bugsiert. Hä? Soll denn das heißen? Komm, Schatz, lass ihn eine Weile in Ruhe. Ja, du hast auch nie wirklich klare Worte gewählt für Ken, Eleonor. Du hast nie wirklich gesagt, hey Ken, ich weiß, du hast Gefühle für mich in deinem untoten Körper, aber ich kann sie leider nicht erwidern. Sorry. Das wurde irgendwie so im luftleeren Raum gelassen. Unangenehm. Befassen wir uns also nicht weiter mit Kens nicht mehr ganz so schlagendem Herzen. Ich bin der Spiegel, suche das Wahre, dann bricht sein Siegel und hoch ins Klare. Aha. Scheußlich, kann nicht arbeiten ohne klare Befehlslage. Dann geh doch mal zu Amazon, da kriegst du eine Menge Befehle. Hier müsste doch der Spiegel sein. Dieser Felsvorsprung sieht wie eine Spiegelung des Rechten aus. Wollen sehen, ob es hier auch ein Siegel zu brechen gibt. In der Tat. Hattest du etwas fast schon erwartet? Hattest du nicht, du Aufschneider. Oder Aufreißer. Hattest du etwas? Nein, hattest du nicht. Naja, ich ehrlich gesagt schon. Wie das hier alles ineinander greift. Ah, guckt mal. Ah, da würde ich gerne hin. Wird aber wohl leider nichts. Oder vielleicht doch. Wenn ich so drüber nachdenke, könnte das fast sein. Bei all diesen Giften, Reptilien und schwülen Temperaturen ist dies doch ein wunderschöner Planet. Aber dennoch möchte ich die Heimat wiedersehen. Falls es überhaupt noch etwas... Tja... Da gibt's jetzt nicht mehr so viel Grün. Ihr findet Stahlpanzer. Ihr findet Balsamöl. Ihr findet Badekor. Wieder nur so mäßig. Reizvoll. Wow. Das übertrifft nicht mal den Hummerpanzer. Tja, man kann sich's nicht aussuchen. Es sei denn, man würde cheaten, aber das macht ja niemand. Wieder an Bord, zurück und ablegen. Wir sind fertig. Gehabe dich wohl, fremdes Gestade. Tja, ja, so langsam bin ich des Flosses überdrüssig. Unbedingt. Hab genug Wasser gesehen. Würde gern erstmal auf Dune, den Wüstenplaneten. Sollten wir nicht bald am Ziel sein? Der Professor sieht gar nicht gut aus. Es wird höchste Zeit, dass wir dieses Orakel erreichen. Na! Was fährt sich dieser Kerl denn plötzlich für einen Mist zusammen?
Ich denke, sie sollten hinauskommen. Schnellstens! Bossy McBoss Time. Es hat uns schon wieder gerammt. Es habe doch gerade erst drinnen gerammt. Irgendein Schatten stößt ständig gegen unseren Bug. Ist doch gegen jede Vorschrift. Sehe mir das mal an. Na wo denn? Wie denn, wo denn, was denn? Verstehe nur, Postkutschenstation. Achten Sie auf einen dunklen Schatten unter Wasser. Da! Meine Güte, wo denn? Es kommt langsamer heran als die letzten Male. Ein Verwandter der Erde. Du liebe Zeit, was für ein Riesenbiest. Und wir sehen nur den Kopf. Und damit rammt es uns noch etwas... noch das Floß in zwei, wenn niemand etwas unternimmt. Attacke! Das meinst du doch nicht ernst. Langsam sollte ich ihn kennen. Liproilodon. Liopleurodon. Okay, Schulterwärme, wo wir schon mal draufstehen. Der Quetschsprung, wo wir schon mal draufstehen. Auch wenn das Gift ist natürlich nach und nach. Warte nur ab, für dich kehrt sich die Nahrungskette gleich um. Ach, Markwitz wird langsam wirklich poetisch. Also er guckt sich einiges von Heisen ab und jetzt auch von Ken, wie ich meinen möchte. Also wird langsam erwachsen, unser Lucky-Mucky. Und wir scheinen auch unser Ziel erreicht zu haben. Ja, diese Ufermarkierung, das ist ein deutliches Zeichen. Einäugiges Orakel, wir kommen. Kann ich die Augen wieder aufmachen oder sind wir noch nicht angelandet? Einen Moment. So, jetzt dürfen Sie. Abenteuerliche Musik. Könnte tatsächlich der richtige Ort sein. Na dann, auf geht's. Wer wird eigentlich den Professor tragen? Was gucken Sie mich so an? Du hast die Arme, du hast den Rücken. Hoffentlich gelingt uns auch alles so, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen den Professor heilen, uns irgendwie auf die Erde verfrachten lassen und dann einen Weg finden, wie wir unser gesammeltes Wissen gegen die martianischen Eroberer einsetzen können. Kommt dir nicht manchmal auch... Also, ich meine... Zweifelst du nicht gelegentlich, ob... Zweifle nie! Du hast recht. Wir schaffen das. Lucky Mucky. Ich habe den Professor. In meinem Inventar. Frage jetzt lieber nicht. Wo? Gehen wir zum Orakel. Ja, das kennen wir schon. Gut, begeben wir uns an Land. Auch hier wird gecheckt, ob es was zu holen gibt. Tatsächlich nicht. Die Sprungreise ist umsonst. Schade, schade. Schwach, schwach. Wenn das kein deutlicher Hinweis auf ein einäugiges Orakel ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, ich mag das Gebiet hier sehr. Also hier würde ich mir auch meinen zweiten Wohnsitz aufbauen. Schön abgeschottet am Ende der Venus. Viel Natur. Toller kleiner Aufstieg. Mir gefällt das. Aber ich zeige euch erstmal, was ich meine, bevor ich hier die Touristenbroschüre verkaufe. Kavernen des Orakels. Aha, Schild hätte man aber auch gleich neben dem Eingang anbringen können. Ach ja, moderne Infrastruktur in Großstädten, gerade im öffentlichen Nahverkehr, erinnert hieran. Hat sich der Weg nur so mittel gelohnt, aber es macht natürlich was her, so ein Aufstieg. Gut, ob das auf Dauer so praktisch ist, im eigenen Wohnsitz herumhüpfen zu müssen? Ach, guckt euch das doch mal an. Hier steht man am Ende der Venus auf der Klippe, allein mit sich und seinen Gedanken und den rauen Kräften der Natur. Ah, schön. Möchte hier bitte meinen zweiten Wohnsitz? Wer kommt denn da rein? Warum bleiben Sie stehen? Haben Sie etwas entdeckt? Hat er denn eben nicht? Eben? Was belieben Sie da zu bemerken? Ach nichts, weiter.
auch hier. Falls es mal regnet, haben wir hier eine Unterkunft. Bum, bum. So. Alles etwas unpraktisch, zugegeben. Aber das kann ja noch werden. Nichts zu machen. Hm. Ach, guckt mal, sogar mit Wasserfall. Hm. Vorsicht! Gut gesehen. Danke. Ups, einmal drüber springen. Nochmal drüber springen. So, jetzt ist da was zu machen. Du findest Riechwasser, du findest Medizin. Danke, wer auch immer das da in der Reihenfolge abgelegt hat und warum auch immer man das tun sollte. So, jetzt wird es wieder heller und freundlicher. Ach, schön. Und noch höher. Ja, und es könnte natürlich sein, dass das der Bergturm ist, den wir vorhin aus der Ferne gesehen haben. Oh, diesmal habe ich gar nicht gecheatet. Das ist ein Mapping-Fehler. Ist das Absicht? Gibt es hier einen Geheimgang? Nee, das ist tatsächlich nur ein kleiner Mapping-Fehler. Ich habe wirklich nicht gecheatet diesmal. So, aber das kann ja mal passieren. Gut, ja, das könnte natürlich sein, dass das der Berggipfel ist, den wir vorhin aus der Ferne gesehen haben, von der Anlegestelle. Ob das die Implikation ist. So, ach, ist das toll hier. Ist das toll hier. Ich möchte hier bitte wohnen. Klar, es gibt hier keinen Edeka in der Nähe. Aber, na gut, wenn man sich leisten könnte, hier ein Haus zu bauen, dann hat man wahrscheinlich sowieso keinen Bedarf an Edeka-Filialen. Hui. Naja, gut. Naja, naja, zurückschauen gilt nicht. Vorwärts heißt die Parole. Bräuchte jetzt eine dieser Explosionsstangen des Herrn Nobel. Hier nichts, das uns erwartet. Steinsäule, wieder kein Versteck dahinter. Das ist so ein verschwendetes Potenzial. Oh, da haben wir sie. Den kommen wir lieber nicht zu nahe. Na schön. Gut, ich dulde ein paar Haustiere. Da ein nettes kleines Easter Egg. Das Rund tut kund den Weg, der geht. Ja, ergibt sich. Also wenn ich mir hier eine Villa bauen will, dann muss das natürlich schon noch irgendwie besser werden. So, jetzt mal konzentriert. So, man muss nicht immer cheaten. Ei, ei. Und wir haben es tatsächlich vollbracht. Da steht unsere Villa. Nur ein paar Reste eines, na, irgendeines Tieres. Da hat hier wohl eine Schlacht stattgefunden. Ein Battle Royale. Blut. Vielleicht waren es ja zwei Hunde, dann war es ein Battle Royale. Hallo. Nicht so laut, Schatz. Man könnte uns hören. Na, soll man doch auch. Orakel angetreten. Haben Sie das auch gehört? Was ist das? Plankton? Gestatten von Marquetz. Also gut, du bist keine Auster. Dann heiße ich dich und deine Gefährten herzlich willkommen. Eine charismatische Erscheinung. Was führt euch auf meinen Gipfel? Habe ja einen Patienten für ihn dabei. Vorzeigen. Meine Güte, ihr beiden geht mit dem Professor um, als sei er ein Sack Kartoffeln. Was hat er denn? Dachte, er könne uns das sagen. Mhm.
Ich sehe Angehörige eurer Art zum ersten Mal. Das macht es etwas kompliziert. Ich muss ihn eingehend untersuchen. Du da. Ja, du, der du aussiehst wie ein organisches Puschel. Trag den kranken Wicht in meine Kammer. Na hopp hopp. Keine großen Startschwierigkeiten, aber die haben wir auch zum Glück hinter uns. Werden Sie ihm helfen können? Das hängt ganz davon ab, was euren Gefährten befallen hat. Wer seid ihr überhaupt? Ihr erzählt dem Orakel eure Geschichte und eine ganze Weile später... Ich verstehe. Ihr schießt euch durch den Himmel und wundert euch über die Probleme. Schnickschnack. Fortschritt ist befohlen. Habe auch ein paar Fragen an ihn. Wer ist er eigentlich? Ich bin die letzte der großen Zyklopenschnecken. Ich bin Chork, das Orakel des Flusses. Zyklopenschnecke. Und das ist eine Schnecke mit nur einem großen Stielauge. So jemand wie ich. Die letzte der Zyklopenschnecken. Chork. Und warum ist er der letzte? Wir Zyklopenschnecken leben traditionell im Hochgebirge. Leider führt diese Sitte zu Problemen. Mit nur einem Auge können Sie doch gar nicht räumlich sehen, mein Herr. Ja, leider. Soll das heißen, er kann die Entfernung zum nächsten Klippenrand nicht abschätzen? Wie schon gesagt, ich bin die letzte der großen Zyklopenschnecken. Na, warum zieht er dann nicht schleunigst in die Ebene? Weil es hier so schön ist. Aber wo denkst du hin, Fremdling? Die Tradition ist alles. Einleuchten. Was ist das für ein Ort? Ein imponierendes Gemäude, nicht? Falls es euch interessiert, ich habe eine kleine Schrift über seine Geschichte verfasst. Sie steht in meiner Bibliothek. Es ist schon eine Weile her, seit ich diese Anlage entdeckt habe. Seitdem dient sie mir als Orakelstätte. Und jeder, der meine Prüfungen besteht, kann meiner Hilfe gewiss sein. Prüfungen? Eure Ankunft beweist, dass ihr meine Rätsel gelöst habt. Ihr verdammten, cheatenden Bastarde. Ach so, deshalb hängen überall diese Rätseltafeln in der Umgebung. Genau, außerdem bin ich gerne an der frischen Luft. Habe genug gehört. Dann haben wir genug geschwatscht. Du da, trage mir den Kranken in die Kammer der Beobachtung. Folge mir. Die Kammer der Beobachtung. Jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe, nenne ich das jetzt die Kammer der Speisen. Autsch. Wo bleibst du denn? Hier geht es entlang. Ein wunderlicher Geselle. Und das auf der Venus. Hätte man's erwartet. Sehen wir uns einmal ein wenig um. Ja, das machen wir noch. Igitt! Igitt! Und noch einmal, auch auf die Gefahr hin, repetitiv zu wirken. Igitt! Wir könnten uns auch ohne Ken wieder verpissen und ihn hier lassen, aber wir machen's nicht. Dieses fratzenhafte Gesicht wirkt beinahe ein wenig menschlich. Habe längst bemerkt, dass du Heimweh hast, Täubchen. Sind doch bald wieder daheim. Ja, das war ja aber auch auf dem Mars schon so und da habt ihr es auch nicht kommentiert. Wer zuerst blinzelt, hat verloren. Mist! Ich finde ganz interessant die Implikation. Wenn ihr mal drauf geachtet habt, während wir mit dem Floß unterwegs waren, ist immer mal so ein grünes Auge aus dem Wasser hervorgebrochen. Und erst, wenn man das erste Mal spielt, könnte man denken, okay, das ist der Boss, der sich hier ankündigt. Aber das war ja dann doch wahrscheinlich eher nicht der Fall. Und die Implikation ist ja, dass das Orakel da irgendwie sein Auge im Spiel hatte. Hat es uns also die ganze Zeit gestalkt? Oder hat es sein Auge in den Fluss geportet? Sein allsehendes Auge, weil es das Orakel ist und alles sehen muss? Interessant. Okay, es bleibt recht übersichtlich hier. Aber hat was Gemütliches. Soll das denn? Ein Willkommenspräsent. Sei nicht albern, wir sind nicht in einem Hotel. Und was ist drin? Eine Karte, lies. Herzlich willkommen, genießen Sie die Gastfreundschaft des Orakels und verleben Sie recht angenehme Tage. Guck nicht so. Ich sag doch, es ist gemütlich hier. Tolle Gegend. Was? Das war reines Glück. Du nimmst einen Schlüssel. Du findest Badekuh, du findest Wundsalbe, du findest 25 Erfahrungspunkte. Das Wandscheinchen ist leer. Ein Schläfchen brauche ich jetzt gerade nicht. Vielen, vielen Dank. So, hier gibt es einiges zu lesen, das heben wir uns bis zum nächsten Mal auf. Langer Part. Langweilig.
Du Ignorant, vielleicht finden wir in einem der Bücher einen Hinweis. Auch mal ein Reminder, dass ich die Schatzinsel mal noch spielen muss. Ha, samt und soll das gedruckter Unsinn. Werde mal die örtliche Zensurbehörde verständigen. Na warte, wenn erst der Professor wieder gesundet ist, dann wagst du dieses Banausentum nicht. Was guckt ihr? So etwas gehört als Symbol äußerster Gelehrsamkeit einfach auf den Tisch eines Forschers. Hast du den Dinos ihre Kinder entführt, oder wie funktioniert das? Wundersame Anzeichen eines wilde Kraft noch nicht, kann unbedingt in der Bibliothek vermerken. Da erkundigen wir uns später. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es auf einer Welt wie dieser bereits Glas gibt. Keine große Sache. Etwas Quarzsand mit einigen Oxiden vermischt und fertig. Und so etwas weißt du auf einmal? Woher? Eine einfache, aber gut ausbalancierte Waage. Ein kleiner Mörser, in dem sich noch kleinere Dinge zerkleinern und vermengen lassen. Igitt! Du findest Wundsalbe. Mehr ist hier nicht zu holen. Es geht ihm gar nicht gut. So aufgebahrt, wie er da liegt, hatte ich beim Hereinkommen schon das Schlimmste befürchtet. Hoffentlich kennt Herr Tetsuok eine erfolgsversprechende Behandlungsmethode. Vielleicht hilft ein Blitz. Funkenschlag und Donnersausen machen doch recht modernen Eindruck. Ein Blitz? Welcher Wahnsinnige würde einem lebendigen Wesen derart abnorm zu Leibe rücken? Ein Blitz, Frankenstein. Alte Wunden aufgerissen. Schön, dass hier immer mal wieder Bezug auf frühere Spielabschnitte genommen wird, auch gerade mit Alfred Nobel. Okay, es kann losgehen. Heikel, Heikel. Ist es sehr schlimm? Euer Freund ist von einer entsetzlichen Macht gefangen genommen worden. Hä? Aber da liegt er doch. Da liegt seine euch vertraute Hülle. Aber darunter tobt ein Kampf. Nein, eine Schlacht des Geistes um die Herrschaft über diesen kleinen Leib. Geht zu ihm. Vielleicht mag eure Nähe etwas Gutes bewirken, bei dem das kommt. Meine Güte, was kommt denn? Außer meinem Freund. Meine Behandlung. Verfügt einer aus eurer Runde über arzneiliche Kenntnisse? Ich habe verschiedene Erste-Hilfe-Kurse beim Roten Kreuz besucht. Ich vermute einmal, das geht in Richtung eines Ja. Gut, dann halte dich bereit, mir gegebenenfalls zu assistieren, falls Probleme auftreten sollten. Probleme? Die Behandlung beginnt! Seine Cum-Stains. Platt, aber effektiv. Wissen Sie schon, wie Sie vorgehen werden? Aus dem, was ihr mir erzählt habt, kann ich nur auf eines schließen. Euer Gefährte leidet am Fluch der Vielarmigen. Oh, da ist wohl gerade wieder irgendwo ein Vulkan ausgebrochen. Vielleicht sollte ich mir das mit dem Wohnsitz nochmal überlegen. Wo war ich? Melde Fluch. Danke. Ein Fluch, das klingt mir entschieden zu sehr nach magischen Gebräuchen. Die Vielarmigen sind wahre Meister der Kunst, sich eines anderen Geistes zu bemächtigen. Und so viel weiß ich, wer ihn Einlass in den eigenen Kopf gewährt, trägt schwer an den Folgen. Dieser unselige Kristallapparat, den der Professor entdeckt hat. Ist das Hirn des Professors nun feindlich besetztes Gebiet, oder wie? Genau da wird es in diesem Falle kompliziert. Keine klare Frontstellung, hasse das. Unser Patient ist nicht etwa kampflos dem Einfluss der Vielarmigen verfallen. Oh nein! Sein starker Geist bäumte sich auf. Und dieser Kampf kannte keinen Sieger, sondern schuf etwas Neues. Etwas Wildes. Ein geradezu tierhaft rohes Resultat dieses Existenzrings zweier Geister. Sie meint dieses Ding, in das sich der Professor verwandelt hatte. Nicht hatte, hat! Es ist immer noch ein Teil von ihm und wird es bleiben. Wie mein, hält er eine Heilung etwa für ausgeschlossen? Wer so tief in die Abgründe des Wissens schaut, wie euer Gefährte, zahlt seinen Preis. Immer. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ach, halt die Klappe und hilf mir einfach. Das Wilde, das ihn gepackt hat, beschützt ihn zugleich davor, zum Sklaven der Vielarmigen zu werden. Entfernen lässt es sich nicht, ohne euren Freund vollends dem Fluch auszuliefern. Wohl aber dämmen. Also besteht Hoffnung.
Ich bin das Orakel des Fluches. Ich weiß immer Rat. Und nun gebt Acht. Blitze. Den Vogel da drüben interessiert das ganz reichlich wenig. Seht nur, etwas geschieht. Weiche! Das große Orakel befiehlt dir zu weichen! Du Dämon! Ich banne dich in den entlegensten Teil dieses Geistes! Fort, sage ich, hinfort! Bei der Macht des Orakels, hinfort! 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 Du liebe Zeit! Professor! Fräulein Eleonor! Und da höre ich auch Sie klappern, mein Lieber. Und die gute Kreaturen kennen nicht zu vergessen. Oh je, mir geht es wohl doch nicht so gut. Der Gnom ist offenbar immer noch sehr erschöpft, er braucht Ruhe. Habe auch nur ein paar eilige Fragen an den Herrn Professor. Erstens, nein, er wird sich erstmal erholen. Morgen sehen wir vielleicht weiter. Morgen. Nach diesen Anstrengungen haben wir uns alle eine Mütze voll Schlaf verdient. Der Professor ist zurück. Ich weiß, jetzt wird alles wieder gut. Herzinfarkt. Puh, da trinke ich doch glatt mal einen Schluck Wasser, hier im Überlänge-Part. Guten Morgen, du Schlafmütze. Komm, es ist schon hellichter Tag. Wird es auf der Venus ganz normal Nacht? Weiß ich gerade gar nicht, aber da dürfte der Tag-Nacht-Zyklus ja fundamental anders funktionieren. Erstaunlich. Der Professor meinte... Der Professor? Spricht er schon wieder? Sprechen? Seit er heute in aller Frühe erwacht ist, hat er sich in der Bibliothek vergraben. Natürlich. Hätte nicht jemand ein Vorhängeschloss dranhängen können. Aber warum auch nicht? Es geht ihm also wieder gut. Suchen wir ihn auf. Da hat er sich wieder an die Speisekammer gemacht. Dieser Lesesaal ist fantastisch und unser Gastgeber ist wahrlich ein Gelehrter von Rang. Aha, Äußerungen lassen auf wiederhergestellte Gesundheit schließen. Wir freuen uns so, dass es Ihnen wieder sichtlich besser geht, lieber Freund. Ja, aber lesen Sie, was sich hier an Wissen türmt. Werde mich mit Zusammenfassung begnügen. Eine Zusammenfassung? Eine kurze, bitte sehr. Sie flüchtiger, vollkommen tiefenloser Mensch, wie kann man nur... Aber Herr Professor, bedenken Sie bitte immer das begrenzte Fassungsvermögen eines Leutnantenhörns. Ach, recht hast du. Zuweilen vergesse ich, dass die Gipfel des Fortschritts nicht für Kurzatmige sind. Gut dann. Hören Sie, welche Erstaunlichkeiten ich mir erlesen habe. Nachdem ich also gewisse... So wie heißen gerade geht's mir übrigens auch immer mit 90% von allen Menschen, die mir im Internet begegnen. Tja. Nachdem ich also gewisse Bände voller Segen, Beobachtungen, Analysen und Mythen verschlungen habe, sehe ich mich in der Lage, eine Bilanz zu ziehen. Und ja, eine kurze, Herr Leutnant. Beginnen wir mit diesem Bauwerk. Ein kundiges Auge, ein Auge, entlarvt das Geheimnis auch so. Dieses Gemäuer stammt vom Mars. Es fliegt? Wie bitte? Ach nein, ich meinte, es ist unzweifelhaft marsianischen Ursprungs. Natürlich! Der Baustil gleicht sehr dem der Pyramide in der marsianischen Wüste. Das haben Sie sehr klug bemerkt, Gnädigste. Fugenbreite, Formspiel, Fresken. Alles ähnelt sich. Halten wir also fest, auf der Venus bestehen von marsianischer Hand oder Tentakel erbaute Plätze. Ferner erkennen wir ein doch beträchtliches Alter dieses Bauwerkes. Fügen wir das mit dem Faktum unserer Ankunft an Bord eines Marsschiffes zusammen, erhalten wir... Na? Insgesamt 3 Fakten. Etwas Kompliziertes, 42. Etwas... 42. Ich muss mich entschuldigen. Was frage ich eigentlich Sie, lieber Freund? Dabei ist die Antwort offensichtlich. Seit alters her muss es eine marsianische Präsenz auf der Venus geben, die bis heute fortbesteht.
Aber warum? Logik, Teuerste. Was wird wohl eine alte, hochmechanisierte und ausgelaugte Welt wie Mars von der üppigen Venus erhoffen? Rohstoffe. Na, wenn es um Imperialismus geht, sind sie wieder in ihrem Element. Aber sie haben vollständig recht. Mars ist eine Wüste, Venus ist ein nahezu unberührtes Paradies. Mars überlebt durch das, was er Venus aus den Adern saugt. Und da wir von der eisernen Stadt, dem Produktionszentrum des Mars, zur Venus geflogen sind, spricht das umso mehr für die Rohstofftheorie. Und schließlich, bedenken Sie, wer an Bord des Weltenschiffes war, was uns zur Venus trug. Ich habe eine geistige Präsenz gespürt, die... Überanstrengen Sie sich nicht, Herr Professor. Nein, nein, es geht schon wieder, Teuerste. Diese Wesenheit an Bord des Schiffes war von einer Machtfülle, die ich zuvor nur im Banne des Kristallapparates gespürt hatte. Wenn die Tentakler einen derart gewaltigen Vertreter ihrer Art zur Venus entsenden, muss sie im Brennpunkt ihres Interesses stehen. Habe genug von interplanetaren Ausland gehört. Wie steht's mit der Erde? Ja, warum wird unsere Heimat damit hineingezogen? Geht es auch um Ressourcenraub? Möglich wäre es, zumal der marsianische Rohstoffhunger gewaltig sein muss. Und die Vorbereitungen des Mars auf einen Krieg gegen die Erde haben die Rohstoffe gewiss weiter erschöpft. Ob es indes der einzige Grund ist, weiß ich nicht zu sagen. Zudem will mir nicht in den Kopf, wie meine Entdeckung in das Puzzle passt, dass nämlich die Marsianer in grauer Vorzeit bereits auf der Erde waren. Ich weiß aber mit Bestimmtheit, wo wir die Antwort auf diese Frage erfahren werden. Auf der Erde selbst. Also auf, worauf warten wir? Zurück in die Heimat. Gut, gucken wir nochmal in die Bücher. Habe bereits Zusammenfassung des Herrn Professors gehört. Muss das nicht nochmal nachlesen. Okay. Am Schleim haben wir auch kein Interesse mehr. Dann auf zu unserem Gastgeber. Zeit, lebewohl zu sagen. Empfehle mich. Haben Sie vielen Dank, Herr Zitschurk. Ohne Ihre Hilfe stände es jetzt schlimmer um unseren Gefährten. Tausend Dank, Verehrtester. Sowohl für die Medizin wie auch für den Einblick in Ihre Bücher. Und denk immer an meine Warnung. Das wilde Tier schlummert nach wie vor in dir. Du bist stark und wurdest zur Vorsicht ermahnt. So mag sich also alles zum Guten wenden. Und falls nicht? Bei einem neuerlichen Anfall gebt ihm das. Du erhältst getrocknete Froschpillen. Von Meister Kayo. Die Pillen sehen genauso aus wie die Perle des Sees. Meine Medizin ist auch etwas Besonderes. Alle Wetter, ich komme heute aus dem Dankesagen gar nicht mehr hinaus. Sei es drum. Danke. Aber nun müssen wir fort. Sehr rasch sogar, denn unsere Zeit ist knapp und die Geschäfte sind wichtig. Schnelligkeit sucht ihr? Auch dafür habe ich bereits gesorgt. Folgt mir. Oh nein, ich werde doch jetzt hier nicht automatisch rausgeportet. Was bildet ihr euch ein? Nein, werde ich nicht. Aber wir gehen trotzdem erstmal. Endgültig ausgestorben. Was redest du da? Schnell, sehen wir nach, wie es ihm geht. Ist alles in Ordnung? Aber ja, solche Störchen sind noch gar nicht. Wartet, ich komme wieder zu euch. Weiter geht's. Fall nicht, Schatz. Ihr habt die Hinreise auf dem Fluss bewältigt und das ist wahrlich Prüfung genug. Die Rückreise will ich euch erleichtern. Gebt acht. Oh nein, Katzi. Incoming. Stellt euch in einer Reihe auf. Sapperlot, ich ahne, was uns brüht. Gute Reise, Fremdlinge, und seht nicht übermäßig häufig nach unten. Das ist die Rache für das gestohlene Kind. Eine komische kleine Schar. Aber vielleicht haben sie gegen die Vielarmigen etwas mehr Glück als die Letzten. Die Letzten? Und Glück werden sie brauchen. Oh ja. Die Letzten? Hui. Alberne Art des Reisens. Keineswegs. Die Aussicht, die wir genießen, ist phänomenal. Aus dieser Höhe... Bitte keine Kommentare über die Höhe. Wir reisen einfach...
nur gerade heraus. Ich töte. Wie ich meine Haare wieder in Ordnung bringen soll, interessiert natürlich niemanden. Au, das muss doch richtig wehtun. Das muss ja unglaublich schmerzhaft sein, Eleonor. Lang. Meine Güte, Schatz, wir sind doch bald da. Also quengel jetzt nicht. Nein, so etwas. Da unten sieht man bereits das Dorf der Lorsche. Nicht unten. Da vorne, da vorne. Der Landwinkel dieser Geschöpfe erscheint mir etwas eigenwillig. Der lässt uns doch jetzt nicht... Okay. Ja gut. Und tot. Tot. Genick gebrochen. Auf keinen Fall hat er das überlebt. Also ich meine, selbst aus der Höhe ins Wasser zu fallen, bricht einem das Genick, wenn ihr Titanic geguckt habt. Autsch! Schatz! Seien Sie unbesorgt. Ein Hohlkopf ist eine ganz vorzügliche Knautschzone. Warte nur, Schatz, wir kommen schon. Und sammel deine sterblichen Reste auf. Alle Wetter, was für eine Landung. Geht es dir gut, Liebster? Aber, ja, Täubchen, was ist überhaupt passiert? Sie haben den Steg beschädigt. Schnickschnack, dürfen uns nicht mit Baustellen aufhalten. Jetzt gilt's, Bagatellen und Baustellen. Ja. Gut, hier geht es das nächste Mal weiter, aber in einem Let's Play, das nicht so viel gesehen wird, wo nicht so viele Leute kritisch sagen, was machst denn du jetzt wieder für einen Quatsch? Spiel doch endlich weiter, ich will meinen Porquest. Hat man gewisse Freiheiten, vor allem wenn man so wenig Videos veröffentlicht wie ich. Und eine dieser Freiheiten werde ich mir jetzt nehmen und jetzt etwas für dieses Let's Play und für dieses Spiel kreieren, das mir persönlich Freude bereiten wird. Das wir nicht unbedingt brauchen, aber das natürlich auch nicht ganz fair sein wird. Es wird da einige Sachen geben, die so nicht vorgesehen sind, aber was soll's? Dieses Spiel wurde oft genug regulär durchgespielt, dieses Spiel wurde oft genug fair durchgespielt. Und ich möchte Spaß haben. Darum mache ich jetzt was Hübsches. Ich habe mir nach diesem Überlänge-Part etwas Besonderes verdient und das werde ich jetzt für uns heranbasteln. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Noch ein letztes Mal für die heutige Session. Es ist sicherlich eine gute Stunde mindestens ins Land gezogen. Ich habe noch mal ein bisschen rumgebastelt und möchte euch gern präsentieren, von wo aus wir in Zukunft unser Let's Play für die Allreise fortsetzen. Wir haben hier ein Item namens Home. Bringt euch in Yoreikos Staubstube und zurück. Ho, was ist das? Ich habe mir mal herausgenommen, das selbst zu kreieren. Hoi. Was ist denn hier los? Jetzt sind wir plötzlich wieder hier, aber es hat sich einiges verändert. Huiuiui. Gut, also es handelt sich einfach um ein Teleport-Item, das uns, wo auch immer wir sind, in unser kleines Zuhause hier bringt, in unsere Staubstube, solange wir die Allreise noch spielen. Und da habe ich natürlich auch den Laden etwas aufpoliert. Wir haben die bunten Fackeln, wir haben hier unseren Ätzel. Brav, Ätzel. Bist ein feiner Hund. Leider ausgesprochen hässlich. Hier in unserer Welt geht's ihm gut, auch wenn er auf der Erde vielleicht tot ist. Wir wissen's nicht. Bitte werfen Sie einen Taler ein. Alberner Unfug. Mal ansehen. Herzlich willkommen auf der Weltausstellung. Der schöne Taler futsch. Technik bringt nur Unfug. Ja, immer wieder schön. Hier muss ich nochmal dran arbeiten, dass der Wasserfall nicht über uns ist, aber auch hier. Ganz hübsch. Ergibt wenig Sinn, aber ist hübsch. Auch hier hat sich ein bisschen was getan. Ein bisschen Gesellschaft ist da. Dass du mich auch hier im Auge behältst, Johann. Sehr wohl. Ups, auch da müssen wir nochmal dran rumbasteln. Ihr seht, ich habe das erstmal kurz alles eingefügt. Das ist unser treuer Butler Johann aus Heisens Traumwelt. Herzlich willkommen, Herr Leutnant. Was darf es heute sein? Das ist der Erdenhändler. Nur für die grundlegenden Heil-Items, damit wir da immer mal Zugriff haben. Ich finde, Heil-Items zu haben, das gehört einfach zu einem guten, ausgewogenen Gameplay dazu. Also zumindest einen Händler zu haben. Ich bin sicher, Sie werden beim nächsten Mal etwas finden, Herr Leutnant. Das denke ich auch. Was hat er hier für uns? Ihr habt in der Wachstation aufgeräumt, habe ich gehört. Dann kann ich endlich die Maskerade sein lassen. Kommt und seht mein komplettes Angebot. Ja, auch hier nochmal der Kram mit dabei.
Vielleicht werden wir uns beim nächsten Mal handelseinig. Ja, vielleicht. Ui, was ist denn hier los? Das ist aber hübsch. Heißen hat sein Porträt wieder. So, wer wartet hier auf uns? Granate! Ja, hier wartet noch jemand, der Karten mit uns spielt. Na, Marquitz, kleines Spielchen gefällig. Jeder bekommt 3 Karten. Wer die höhere Augenzahl hat, gewinnt. Einsatz bei 25 Talern. Das habe ich mal erhöht. Ja, hier können wir ein bisschen Taler dazu verdienen. Habe nichts zu verspielen. Wir spielen einen anderen Mal. Was ist denn los? So kenne ich unseren guten Marquitz gar nicht. Aber dann eben nicht. Hier können wir uns noch immer ausruhen. Das ist auch immer ganz praktisch. Ja, dann haben wir natürlich noch unsere Bibliothek. Und hier können wir... Aha, Romane, werde mal daran lesen, die Finger davon lassen. Hier können wir dann die Schatzinsel uns tatsächlich nochmal zu Gemüte führen, was wir ja ohnehin noch machen müssen. Wenn wir bereit sind, können wir also einfach hier hingehen. Die üblichen Bücher gucken wir uns später nochmal an. Ups. Und wer wartet denn hier? Hier ist unsere kleine Eihai-Familie. Da oben ist noch Schleim, sehe ich gerade. Hallo, liebe Fremdlinge. Hallo, Willi. Entbiete mein Gruß, Verehrtester. Ach, was für ein putziges kleines Etwas. Haut ihr den Tentaklern auf die Köpfe? Bam, bam. Gibt ja doch ein Flugfahrtschneiden dieser Rasse. Genau, die haben wir jetzt auch hier untergebracht fürs Gefühl. Da haben wir ein kleines Gehirn untergebracht. Und hier haben wir noch einen Topf zum Brauen. Die Rezepte lesen. Genau, können wir noch ein bisschen rumbrauen, wenn wir dann mal lustig sind. Warum? Und da haben wir das Easter Egg. Warum denn auch nicht? Genau, wir haben also jetzt hier einen Hub quasi. Ich mag Hubs. Ich mag es, ein Zuhause zu haben. Auch in der Allreise, gerade wenn vielleicht das richtige Zuhause in Schutt und Asche liegt. Mal sehen, was im Laufe des Spieldurchlaufs hier noch so dazukommt. An kleinen Trophäen, die wir einfügen können. Schön. Aber einstweilen begeben wir uns natürlich zurück. Wo es dann nach diesem schwierigen, aber doch entspannten Überlänge-Part zu Ende geht. Ich denke, wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. Und jetzt geht's hoffentlich bald zur Erde zurück. Hier in der Staubstube. Beim nächsten Mal. Ciao.